Blitze, Donner, Unwetter. Ein faszinierendes Naturschauspiel, das wohl jedem auf Reisen schon einmal begegnet ist. Ist das Gewitter direkt über uns, sind wir im Auto sicher. Das haben wir schon in der Sendung mit der Maus gelernt. Das Auto ist ein sogenannter Faradayscher Käfig. Die elektrische Ladung trifft auf das Auto und wird über die Karosserie in die Erde abgeleitet. Da am Rad, da kann man es gut sehen. Innen im Auto entsteht aber kein elektrisches Feld. Viele von uns sind aber mit Wohnkabinen aus GFK oder Sandwich-Materialien unterwegs. Ist man darin genauso gut vor Blitzen geschützt wie in einer Blechkarosserie? Als wir bei Herstellern und Verbänden nachfragen, erhalten wir Antworten wie diese. Nein, wir haben dazu keine Versuche durchgeführt. Das Prinzip faradayscher Käfig ist bekannt und wissenschaftlich erwiesen. Die empfohlenen Verhaltensweisen bei Gewittern stammen auch von Wissenschaftlern und Experten. Offene Fenster, Türen und Klappdächer schließen. Auf Geschirrspülen oder Duschen verzichten. Sicheren Aufenthalt bietet in jedem Fall die Fahrerkabine. Versuche an Menschen wurden nicht durchgeführt. Die empfohlenen Verhaltensweisen beruhen auf Messungen und Berechnungen für die Spannungsfelder bei Blitzeinschlag. Nach interner Prüfung können wir Ihnen derzeit kein Fahrzeug für Ihre Versuche zur Verfügung stellen. Klare Aussagen, Fehlanzeige. Aber so leicht geben wir uns nicht geschlagen, denn das Thema ist für Reisende eine bedeutende Frage der Sicherheit. Ja, und um mal wegzukommen von diesen ganzen Mutmaßungen, haben wir uns auf den Weg gemacht nach München. Ein paar Stunden Fahrt liegen noch vor uns und haben unseren Pluto auf den Anhänger geschnallt, denn der hat ein Hochdach aus GFK, also keinen faradayschen Käfig. Und mit wissenschaftlicher Hilfe werden wir mal schauen, was passiert, wenn hier der Blitz einschlägt. Wir haben auch noch ein Dachzelt dabei, wir haben einen Dachgepäckträger aufgebaut, werden also ein bisschen experimentieren, um zu sehen, was passiert, wenn Thor anklopft. Im Dienste der Wissenschaft begeben wir uns nach Neubiberg an die Universität der Bundeswehr. Hier bekommen wir professionelle Unterstützung in Sachen Strom, Spannung und Blitze. Was wir hier heute simulieren werden, das ist ein Stoßspannungsversuch. Den erzeugen wir mit unserem Max-Generator. Das eignet sich ganz hervorragend, um die Einschlagswahrscheinlichkeiten und die Einschlagspunkte herauszufinden, nicht jedoch um ein absolutes Schadensbild darzustellen. Einen solchen Versuch mit Fahrzeugen ohne faradayschen Käfig hat vor uns noch niemand durchgeführt. Der Explorer begibt sich hier also auf unbekanntes Terrain und leistet Pionierarbeit. Wir möchten herausfinden, was passiert, wenn der Blitz in ein Fahrzeug einschlägt, das ein GFK-Dach besitzt oder in eine Kabine, die nicht aus Blech besteht. Gerne hätten wir dafür eine breitere Auswahl an Testfahrzeugen gehabt. Auf Nachfrage erklärte sich aber kaum jemand aus der Branche bereit, uns bei dem Versuch zu unterstützen. Umso mehr freuen wir uns, dass uns von Nakatenenga ein Dachzelt zur Verfügung gestellt wurde. Eine menschliche Insassin simulieren wir mit einer Schaufensterpuppe. Damit sie wie ein menschlicher Körper Strom leitet, wird sie mit einem Draht ausgestattet. Unser VW T5 mit Dachzelt bildet den ersten Versuchsaufbau. Die Spannung steigt buchstäblich. Blitz ab! Zeit, die ersten Ergebnisse auszuwerten. Was hat uns der Versuch gezeigt? In einem Dachzelt gibt es immer eine Wahrscheinlichkeit, dass der Blitz auch in den Menschen einschlägt, insbesondere wenn er sich aufrichtet und der Zeltwand sehr nahe kommt. Es ist also nicht davon auszugehen, dass in einem solchen Zelt es sicher ist. Auch wenn man gut beobachten konnte, dass die Blitzeinschlagswahrscheinlichkeit in den Alustangen deutlich höher ist. Das heißt für die Praxis, lieber ins sichere Fahrzeug umziehen, solange es noch möglich ist. Wird man vom Gewitter im Dachzelt überrascht, macht man sich am besten klein und hält sich von den Alustangen fern. Diese bilden immerhin einen rudimentären faradayschen Käfig. In unserem Testzelt sind die Einschläge in der Plane sichtbar, dort, wo unsere Puppe gesessen hat.
Der Blitz ist also direkt in sie eingeschlagen. Unter realen Bedingungen hätte sie das vermutlich nicht überlebt. Und selbst wenn, wäre mit schwerwiegenden Folgen zu rechnen. Was bei einem Blitzschlag mit dem menschlichen Körper passiert, das ist hinreichend bekannt. Gleitentladung heißt, ich werde hier vom Blitz getroffen. Der Blitz geht aber gar nicht ins Innere, sondern er fließt an der Oberfläche ab. Das ist das, was häufig passiert. Dabei können schwere Verbrennungen entstehen oder Langzeitschäden wie Herzrhythmusstörungen oder Krämpfe. Und auch wenn man den Blitzschlag selbst überlebt, können diese verspäteten Effekte auch nachträglich zum Tod führen. So viel also mal zum Zustand unserer Testperson. Und wie geht's denn eigentlich dem Bus nach der ersten Runde? Es riecht hier verbrannt. Ich brauch mal ein Licht, um mal es reinzuleuchten. Obwohl wir nur herausfinden wollten, ob und wo der Blitz einschlägt, sind schon nach den ersten Versuchen mit wenig Energie einige Schäden am Fahrzeug wahrnehmbar. Aber bevor wir eine echte Schadensbilanz ziehen, machen wir erstmal mit dem nächsten Versuchsaufbau weiter. Unsere Insassin wandert dafür ins Fahrzeuginnere. Der Bus bekommt eine Solaranlage aufs GFK-Dach. So simulieren wir eine weitere Alltagssituation auf Reisen. Alles bereit, los geht's! Ein Blick auf die Solaranlage zeigt, das war dann wohl ihr letzter Einsatz. Das Glas hat den Versuch nicht überlebt. Und Martin, wie geht's dem Solarladeregler? Ja, und der funktioniert jetzt nicht mehr. Warum? Das kann man auf dieser Aufnahme sehen. Hier ist deutlich zu erkennen, wie der Blitz das Kabel hinab ins Fahrzeuginnere wandert. Hätte sich eine Person in der Nähe der Kabel aufgehalten, hätte der Blitz leicht auf sie überspringen können. Das ist lebensgefährlich. Noch beunruhigender ist jedoch, so etwas hätte auch mit einem eigentlich intakten faradäischen Käfig passieren können. Eine Kabelverbindung durchs Dach hindurch kann also auch eine Blechkarosserie in eine Todesfalle verwandeln. Wer eine solche Installation in seinem Fahrzeug hat, sollte sich bei Gewitter möglichst weit entfernt davon aufhalten. Wir wollen wissen, wie sich der Blitz bei einem nackten GFK-Dach verhält und schicken unseren Bus noch einmal ins Gefecht. Diesmal aber ohne jegliches Zubehör auf dem Dach. Achtung! Das war's dann wohl auch mit der Deckenleuchte. Hier kann man gut sehen, wie der Blitz durch sie hindurchfließt. Aber was bedeutet das? Was man beim GFK-Dach ganz gut beobachten konnte, war, wenn Leitungen direkt unterhalb des GFK-Dachs installiert waren, ist der Blitz durch das Dach durch in die vorhandenen Leitungen geschlagen. Da haben wir auch sofort das Problem, dass Strom und Spannungen sich in dem Fahrzeug befinden und wenn es dort zu Überschlägen kommt, dass es eine Gefahr für Leib und Leben darstellt. Das ist auch der Grund, warum die Deckenleuchte den Geist aufgegeben hat. Dieses Ergebnis ist erstmal nicht sehr erbaulich. Um ganz sicher zu gehen, simulieren wir eine Wohnkabine aus reinem GFK mit einem Würfel aus diesem Material. Und? Das heißt im Endeffekt, das ist so irrelevant, was den Widerstand angeht, dass es sogar noch mehrere Löcher schlägt. Zugegeben, nicht so ganz das, was wir hören wollten. Aber die Natur wird uns nicht den Gefallen tun und sich freundlicher verhalten als die Blitze im Labor. Also ist es wohl besser, wir wissen, worauf wir uns einlassen. Wir wiederholen den Versuch mit einer Aluminium-Sandwichbox, die eigens für dieses Experiment von der Firma Tischer gebaut wurde. Was hier aussieht wie abstrakte Kunst, ist tatsächlich ein zufriedenstellendes Ergebnis. Das Aluminium hält allen Spannungen und sogar Hochstromblitzen stand.
Der Faradaysche Käfig ist zu jedem Zeitpunkt intakt. Die Spuren sind trotzdem nicht zu leugnen. Zeit, Bilanz zu ziehen. In welchem Zustand ist unser VWT5 nach diesem elektrisierenden Erlebnis? Jetzt bewirbt er sich mit seinen Blinkern offensichtlich als Weihnachtsbeleuchtung. Ob er wohl noch anspringt? Na bitte, läuft doch! Aber straßentauglich ist er in diesem Zustand nicht mehr. Immerhin rollt er noch aus eigener Kraft auf den Anhänger, um den Heimweg anzutreten. Unterm Strich hat der T5 trotz Vorsichtsmaßnahmen ganz ordentlich was abbekommen. Wäre er in der Natur von ähnlich vielen Blitzen getroffen worden, wäre der Schaden aber nochmal erheblich größer. Auch unsere Schaufensterpuppe wäre bei einem natürlichen Gewitter wohl kaum ohne schwerwiegende Folgen davongekommen, wenn sie denn überhaupt überlebt hätte. Aber was heißt das jetzt für uns, wenn wir mit unserem Reisemobil ohne Faradayschen Käfig in ein Gewitter geraten? Ist das Gewitter noch nicht bei euch angekommen, solltet ihr am besten Leitungen, die von außen nach innen führen, von der Bordelektrik trennen. Das betrifft zum Beispiel die Kabel einer Solaranlage. Damit das aber ohne weiteres machbar ist, muss man das schon beim Bau des Fahrzeugs berücksichtigen. Trennbare Steckverbindungen können im Ernstfall das Leben nicht nur erleichtern, sondern vielleicht sogar retten. Wenn das Naturschauspiel dann richtig losgeht, haltet euch aber besser von solchen Leitungen fern, denn sonst werdet ihr am Ende selbst unfreiwillig zum Leiter und gefährdet euer Leben und eure Gesundheit. Macht euch stattdessen klein, am besten in der Mitte des Fahrzeugs, so habt ihr die größte Wahrscheinlichkeit, dass euch nichts passiert. Auch der Stellplatz spielt eine große Rolle. Steht ihr mit eurem Fahrzeug allein auf weiter Flur, erhöht sich natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass euer Mobil das Ziel eines Einschlags wird. Am Ende des Tages hinterlassen nicht nur die Ergebnisse, sondern auch etwas anderes, einen faden Beigeschmack. Nämlich, dass wir als Nischenmagazin solche Tests als erste durchgeführt haben. Einen ausführlichen Bericht lest ihr im Explorer 4 2023. Unser Experiment hat deutlich gezeigt, es ist Zeit, dass sich die Branche unseren Erkenntnissen stellt und Lösungen dafür findet, denn allein in Deutschland werden jährlich rund 100 Menschen vom Blitz getroffen. 3 bis 7 Einschläge enden tödlich. Wer in Gebiete mit häufigen Gewittern reist, erhöht diese Wahrscheinlichkeit zusätzlich. Und da die schönsten Stellplätze meist sehr exponiert liegen, steigt nochmals das Risiko für einen Einschlag im Reisemobil. Werdet ihr euch nach diesen Erkenntnissen im Ernstfall nun anders verhalten? Und wart ihr genauso überrascht wie wir? Wir sind sehr gespannt, was ihr dazu denkt. Schreibt es uns in die Kommentare.